Im heutigen Video erkläre ich drei richtig schöne Akustikgitarrenlieder mit zwei großen Gemeinsamkeiten. Eine davon ist der Rhythmus. Und Achtung, der Rhythmus macht wirklich süchtig. Du bekommst jetzt einen ganz kurzen Überblick über den rollenden Zugrhythmus und danach spiele ich das jeweilige Lied immer kurz an, dass du dir einen Überblick verschaffen kannst, und im Anschluss daran erkläre ich dann Schritt für Schritt, wie man das Lied spielt. Und solltest du während dem Video nicht rausfinden, was die zweite Gemeinsamkeit ist, dann reden wir am Ende nochmal drüber. Der rollende Zugrhythmus auf der Gitarre ist kein offizieller Begriff, das ist ein Begriff, den ich verwende. Das Ganze stammt von einem Schlagzeugrhythmus ab, der Trainbeat genannt wird. Der stammt aus der Country-Musik und es ist ein Schlagzeugrhythmus, der einen rollenden Zug imitieren soll. Dieser Rhythmus ist typisch im Country, aber wird auch in der Rock- und Popmusik verwendet. Und wenn du dir die Lieder anhörst und den Schlagzeugrhythmus vor allem anhörst, dann denk einfach mal an einen rollenden Zug und du wirst die Ähnlichkeit merken. Und das Ganze wollen wir jetzt eben auf der Gitarre imitieren. Und da kommen wir jetzt zum ersten Lied. Listen to you time and time again. Why you tell me just what's right? Going back to Kansas City. And I love you dear, but just how long? I keep singing the same old song. Kurze Hintergrundinformation: Die Band The New Basement Tapes gruppiert sich um den Sänger Marcus Mumford, der bekannt ist von Mumford & Sons. Und die Gruppierung hat sich gegründet, um unveröffentlichte Bob Dylan-Texte zu vertonen. Und bei dem Stück ist sogar der Schauspieler Johnny Depp mit an der Gitarre, an der E-Gitarre, aber er spielt nicht das Solo, das meiner Meinung nach übrigens fürchterlich ist. Sorry. Das Lied besteht aus zwei Teilen, hier ist der erste. Los geht's bei Kansas City mit der Strophe und die Akkorde hier sind F. Und nicht wundern, ich spiele kein Barré F, ich erkläre dann auch gleich warum. Ich spiele das F so. Also hier den Zeigefinger im ersten Bund auf der B-Seite, dann Mittelfinger auf zweiter Bund G-Seite, kleiner Finger, dritter Bund D-Seite, Ringfinger, dritter Bund A-Seite und den Daumen hier beim Ton F. Wenn das nicht klappt, überhaupt kein Stress, macht nichts. Man kann das auch so spielen. Ich mache das halt gern so, weil der Wechsel zum A-Moll für mich dann ziemlich cool hier funktioniert und weil ich halt einfach in der glücklichen Lage bin, dass der Daumen da rüberkommt. Das ist nicht bei allen so. Ja, A-Moll habe ich jetzt eh schon gesagt, das ist der nächste Akkord. Dann kommt ein G-Sus4. Da lasse ich den Zeigefinger da, wo er ist, greif mit dem Ringfinger den Ton G und dämpf automatisch die A-Seite ab. Man könnte es auch so spielen, aber den auf der A-Seite will ich überhaupt nicht hören. Das heißt, ich spiele einfach so runter. Bei allen Akkorden spiele ich die hohe E-Seite nicht mit. Der nächste Akkord ist ein C mit G im Bass, also C-Dur-Akkord. Den Ringfinger aufs G gesetzt und mit dem kleinen Finger das C gegriffen. Total schöner Akkord. Dann kommt wieder F, das passt eh. Genau, und später haben wir mal noch ein E-Dur. Das sind die Akkorde im ganzen Lied. Was hier aber jetzt wichtig ist, ist der Rhythmus. Und wir wollen eben diesen fahrenden Zug imitieren und das schaffen wir folgendermaßen. Mal vereinfacht gesagt, auf die 1 und auf die 3 den Bass, also 1 und 3 jeweils nur die Bassseiten. Bei 2 und 4 machen wir einen betonten Schlag. Also da spielen wir eigentlich den ganzen Akkord. Und immer auf die Unz spiele ich nur die höheren Seiten mit einem Aufschlag. Ganz wichtig, ich habe kein Plektrum in der Hand. Ich tue so, als hätte ich ein Plektrum in der Hand. Ich finde, dass man mit der Technik diesem Sound am nächsten kommt. Wer sagt, ich bin Plektrumspieler, ich mag das so machen, ist auch völlig okay. Wie gesagt, ich habe für mich festgestellt, dass man so eben den Sound am nächsten kommt. Dann wäre der Rhythmus beim F jetzt so. Das klingt jetzt nicht nach Zug. Und da ist jetzt eben das Wichtige, dass wir das die ganze Zeit leicht abgedämpft haben mit dem Handballen. Das finde ich ist die Schwierigkeit bei der Technik, weil es soll nicht so klingen. Das wäre zu sehr abgedämpft, sondern der rechte Handballen, das soll dynamisch sein. Dynamisch heißt, der klebt nicht die ganze Zeit fest da drauf,
sondern der wischt da so ein bisschen mit drüber. Und das ist die Schwierigkeit bei diesem Rhythmus. Ansonsten haben wir so diese typischen Regeln 2 und 4 betont. Da mache ich dann auch so einen festen Schlag, abgedämpfterweise. Ein Chuck-Sound. Ich dämpfe mit dem Handballen ab, hole leicht Schwung von oben und mache so eine gleichzeitig so zur Gitarre hin und eine Abwärtsbewegung. Nochmal drehen. Dazu habe ich schon mal extra Video gemacht zu diesem Chuck-Sound. Das kann man sich an der Stelle auf jeden Fall mal anschauen, habe ich unten in der Videobeschreibung verlinkt. So, und jetzt machen wir das da. Und das klingt jetzt nur sehr abgedämpft, da muss man sich ausprobieren. Es wird nicht möglich sein, wahrscheinlich original das so zu spielen wie der Markus Mumford oder wie ich, weil jeder da so ein bisschen eine andere Herangehensweise an die Technik hat und jeder halt andere Gegebenheiten. Aber grundsätzlich geht es darum, dass wir einen Sound haben. Ich mach mal. Ja, gefällt mir jetzt so ganz gut und ich habe mich für mich eben so festgelegt, das so zu spielen. Und das ist der Rhythmus, der die ganze Zeit durchgeht. Später im Refrain kann man das Ganze einfach auch offen spielen, aber diese Bewegung bleibt uns. Also, im Vers haben wir F. A-Moll. Jetzt kommt diese Bewegung A-Moll, G-Sus4, C, F. Ich mache nochmal das ab A-Moll. A-Moll, G-Sus4, C mit dem Bass, F. Da ist es cool, wenn man eben die Aufschläge immer relativ offen macht, dann kriegt es so eine Offbeat-Betonung. Sorry. Achtung, nochmal. Das Ganze wird wiederholt und dann danach kommt länger, 3 Takte lang C mit G im Bass. Dann kommt E. E-Dur als Hinleitung zum Refrain. Ich spiele einen kompletten Vers. Jetzt kommt der Refrain. Das sind die Akkorde A-Moll, F, C mit G im Bass, G und E. Das war jetzt relativ schnell. Ich spiele jetzt einfach mal den ersten Teil vom Refrain, weil sich im Rhythmus nichts ändert. G und E. Nochmal. Achtung! Also nach dem Refrain kommt wieder diese Bewegung, aber diesmal nicht mehr komplett, sondern A-Moll, G-Sus4 und dann C mit G im Bass bleibt's. Nochmal. Genau, der C mit G im Bass kommt dann so lange, bis es wieder mit der Strophe losgeht. Zwei Teile. An sich von der Form her relativ easy, kann man sich auch raushören, wann welcher Teil kommt. Man muss halt das mit dieser Technik hinbringen und das ist wirklich was, was eine Zeit lang dauert. Gibt er da Zeit, nimmt er die Zeit, das entwickelt sich. Eine PDF mit Schlagmuster und Akkordfolgen gibt es auf meiner Mitgliederseite. Die Seite ist für die Leute, die sagen, hey, ich finde deinen Kanal cool, ich will deine Arbeit unterstützen. Im Gegenzug dazu gibt es dann immer extra Material zu meinen Videos. Der Link ist unten in der Beschreibung. We stay the same. So tell me to leave. I'll pack my bags, get on the road. Find someone who loves you better than I do, darling. I know. 'Cause you remind me every.
Ja, auch ein paar kurze Fakten. Noah Cyrus ist die Tochter von Billy Ray Cyrus, der Musiker, der bekannt geworden ist durch Achy Breaky Heart. Und Noah Cyrus ist die Schwester von Miley Cyrus, von der man ja auch hin und wieder schon mal was in den Nachrichten gehört hat. Das Lied hat drei Teile. Hier ist der erste. Hier haben wir jetzt denselben Rhythmus wie bei Kansas City. Das heißt, wenn du das Lied übersprungen hast, schau dir da den Anfang an, da erkläre ich den Rhythmus. Der gilt auch für dieses Lied. Wir starten mit einem Hammer-On, beziehungsweise wir können mit einem Hammer-On starten. Ist jetzt kein Muss. Aber ich finde es ganz cool, wenn man quasi auf die 1 die leeren Saiten spielt und dann den A-Moll aufhämmert. Es geht auch mit A-Moll los. Ansonsten ist es wirklich derselbe Rhythmus. Nur auf die 4 spielen wir jetzt einen Durchgangston, und zwar das B. A-Seite, zweiter Bund. Genau, und da ist es auch okay, wenn die anderen Seiten ein bisschen mitklingen. Für mich ist das so eine Art G mit B im Bass. Dann kommt der C-Akkord und F. Nochmal F. Wieder A mal C F. Das ist schon die Strophe. Beim C kann man jetzt auch so ein Hammer-On machen. Ich habe da schon mal ein Video gemacht, 6 Akkordtricks, die jeder kennen sollte oder so. C spielen und nachträglich den Mittelfinger aufhämmern. Auf eine Achtel, also 1 und. Mache ich total gern beim C. Und auch beim F rutscht es mir immer wieder raus, weil ich es cool finde. Da mache ich das hier auch mit dem Mittelfinger, allerdings halt auf der G-Seite, wo er beim F auch sein soll. Das ist auch ein Grund, warum ich das F so greife. Zum einen, weil es mir halt so liegt und weil man so die Möglichkeit hat, die leere G-Seite zu spielen und mit einem Hammer und dann zu erzeugen, finde ich total schön. Voll mein Style. So, dann kommt der Chorus. Der Chorus ist an sich relativ ähnlich, nur dass wir jetzt die Akkorde ein bisschen vertauschen. Also es ist erst C, A-Moll, und F. Und jetzt tauschen wir die ersten zwei Akkorde wieder. A-Moll, C, F. So, jetzt geht's weiter zum G. A-Moll und einmal den D-Moll-Akkord einen Takt lang ausklingen lassen. Das war der Chorus. Zwei Takte, sorry, nicht einen Takt D-Moll klingen lassen, sondern zwei Takte. Und dann geht's wieder weiter mit Strophe. So, dann gibt's noch einen kleinen Teil, und zwar den Solo-Teil. Da wird dann gepfiffen. Das war jetzt natürlich richtig cool von mir, dass ich jetzt pfiffen habe. Das, was ich jetzt gepfiffen habe, war die Refrain-Melodie, die eigentlich gesungen wird. Und dann gibt's ein Pfeif-Solo. Und in dem Pfeif-Solo ist die Begleitung A-Moll, C und F. Das wird wiederholt, A-Moll, so wie die Strophe quasi. So, und Achtung, jetzt kommt was Neues. D-Moll, A-Moll, Doppel-F. Und das Ganze nochmal D-Moll, A-Moll, Doppel-F. Das sind die drei Teile, die es in dem Lied gibt. Da auch wieder Ohren einschalten, hören, wann kommt was. Und ja, so kleine Variationen mit einbauen, das lohnt sich bei dem Lied. Girl, I never loved one like you. Oh, let me come home. Home is wherever I'm with you. Oh, let me come home. Home is wherever.
dem Lied gibt es relativ wenig zu sagen, außer dass es damals durch eine Werbung von Peugeot bekannt geworden ist. Ich spiele das Lied nicht in der Originalgeschwindigkeit, sondern viel, viel langsamer. Ich habe das Feeling so ein bisschen verändert, eben in diesem Trainbeat-Style. Im Original ist es schneller, aber ja, macht ja nichts. Kann man trotzdem total cool spielen und auch dazu singen. Das Lied wird jetzt auch wieder im selben Rhythmus gespielt. Die Akkorde erkläre ich gleich. Ich habe den Capo im zweiten Bund, so ist die Originaltonart. Die Akkorde sind A-Moll, C und F in der Strophe und wie bei Julei auch mit dem Übergangston B vom A-Moll zum C. Es geht los mit A-Moll, Übergang C. C, es bleibt auf C, es ist komisch erstmal, und F. Also A-Moll, Übergang C, und es bleibt auf C, und F. Das ist der Hauptteil. Ich mach mal. Alabama, Arkansas, I do love my mom. Also das ist mal der Hauptteil. Und dann gibt es noch so eine Trompetenmelodie, die würde ich jetzt nur mit Akkorden hinterlegen, also keinen Rhythmus spielen. Und zwar D-Moll, C und G am Anfang. Die Melodie geht so. Genau. Dann kommt wieder D-Moll. Da, 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 C, G und wieder D-Moll. Dann kommt C, F. Dann kommt A-Moll, G und C und F. Dann endet es auf G. Da ist die Melodie. Genau. Dann geht's wieder los mit. Natürlich kann man das Ganze auch mit einem Rhythmus hinterlegen, aber da das an der Stelle so viele Akkorde sind und so wie es ist, finde ich es auch ganz schön, wenn man da eben das Ganze aufbricht und nur die Akkorde legt. So, zweite Gemeinsamkeit, ich bin mir sicher, es ist dir aufgefallen, die Akkordfolgen sind alle total ähnlich. In dieser Folk-Richtung ist es wohl total gängig, dass man A-Moll und C verbindet, dass ein F mit drin ist. Es sind einfach Akkorde, die zu der Musikrichtung total gut passen. Und wer weiß, vielleicht ist es ja ein guter Anstoß, mit den Akkorden selber kreativ zu werden und vielleicht sogar selber ein Lied zu schreiben. Wenn du auf typische Western-Gitarrenlieder stehst, dann kann ich dir dieses Video hier empfehlen. Und nächste Woche kommt ein Video zum G-Dur-Trick, mit dem man auf einfache Art und Weise Akkordfolgen interessanter gestalten kann.